Hast du dich jemals gefragt, was wäre, wenn Huggy Wuggy einen eigenen Roblox-Account hätte? Nee, ach, ich auch nicht. Aber trotzdem werden wir das Ganze probieren. Wir werden nämlich mal heute im Roblox-Avatar-Shop Huggy Wuggy einen eigenen Roblox-Account erstellen. Und wir werden so aussehen wie das gruselige blaue Spielzeugmonster und damit auf jeden Fall in die Roblox-Lobbys gehen mit unserem neuen Huggy Wuggy-Account und für Angst und Schrecken sorgen. Und wie das Ganze funktioniert, wird und wie wir Huggy Wuggy einen eigenen Account machen, das werden wir heute zusammen herausfinden. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, wir sind hier gerade im Roblox-Menü und wir sind hier gerade in unserem Avatar-Shop und ihr seht es, das sind alle unsere Sachen, die wir haben, Freunde. Wir haben hier braune Haare, wir haben hier unser lilanes Oberteil und dann haben wir noch hier irgendwo unsere Hose und sowas am Start und natürlich unsere Haare. Wir sind natürlich gerade Sandex Roblox und sehen jetzt nicht so gruselig aus. Oder schaut euch mal mein gruseliges Lächeln an. Aber das müssen wir ganz ändern, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen sofort hier in den Avatar-Shop rein. Und ihr seht es, hier haben wir auf jeden Fall eine ganz, ganz große Auswahl. Denn wir werden auf jeden Fall unseren Avatar heute ändern zu Huggy Wuggy. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Und ich würde sagen, Freunde, was wird wohl passieren, wenn wir einfach mal Huggy Wuggy eingeben. Mal schauen, was werden wir bekommen und keine Artikel gefunden. Das fängt ja super an. Ah, wir müssen, glaube ich, hier nach alle Kategorien gehen. Genau, und oh ja, so sieht das Ganze auch schon besser aus, Freunde. Wir müssen jetzt von den verschiedensten Sachen auf jeden Fall jetzt eine Sache auswählen. Ich würde sagen, oh, das sieht doch cool aus, oder, Freunde? Wie sieht das aus? So sieht das Ganze, so sieht das Huggy Wuggy-Kostüm aus. So einem Cartoon-Look, ja, nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen realistischere Huggy Wuggies. Wir müssen am besten auch irgendwen wählen, der auch die gelben Handschuhe hat. Zum Beispiel, der hat gar keine gelben Handschuhe oder irgendwie sowas. Das ist nicht so gut. Und gelbe Beine. Und das sieht doch eigentlich schon mal sehr, sehr gut aus, Freunde. Hier unten haben wir auf jeden Fall auch noch einige Sachen. Aber Freunde, warte mal, was ist das hier? Das gefällt mir auch gut. Und hierzu gibt es sogar, hier ist genau schon mal die Hose, Freunde. Ich würde sagen, wir klicken mal drauf. Für 10 Robux Poppy Playtime Huggy Wuggy T-Shirt. Das sieht doch krass aus. Auch so ein bisschen dunkleren Farben und ein bisschen gruseliger. Ich würde sagen, Freunde, komm. Und dann equippen wir das Ganze mal und yeah. Wie sehe ich denn aus? Let's go. Ich sehe aus wie Huggy. Ja, okay, ich sehe noch gar nicht aus wie Huggy Wuggy. Dafür müssen wir auf jeden Fall noch einiges machen. Aber das Oberteil steht auf jeden Fall schon, Freunde. Das ist doch schon mal sehr gut. So, und wo wäre jetzt das passende Unterteil, die passende Hose dafür? Das müssen wir jetzt auf jeden Fall auch suchen. Das Oberteil steht auf jeden Fall schon. Und, ah, ich glaube hier, Freunde, schaut euch das Ganze mal an. Das ist jetzt hier das Oberteil und die Schuhe. Und die Schuhe hatten noch so gelbe Schuhe. Freunde, warte mal, wir kaufen das Ganze mal für 10 Robux. So, haben das Ganze gekauft. Okay, Freunde, ich würde sagen, dann gehen wir mal sofort in unseren Avatar-Shop. Und was, können wir jetzt beides equippen? Freunde, wir testen das Ganze aus. Und let's go. Wo sind meine Handschuhe eigentlich? Wieso habe ich keine Handschuhe? Hier sind eigentlich auch gelbe Handschuhe. Und so sollte jetzt auf jeden Fall mein Oberteil aussehen. Und ich glaube, hier irgendwo kann man doch auch hier genau die Hautfarbe oder irgendwie sowas ändern. Genau hier, Freunde, da. Bei Körper und dann, ey, das geht immer weg. Hautfarbe. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, wir wählen mal die Hautfarbe von Huggy Wuggy und let's go. Guckt euch das Ganze mal. Wir können sogar eine dunklere Hautfarbe auswählen, weil Huggy Wuggy ist ja auch so dunkel. Und ich glaube, Freunde, yeah, das sieht doch perfekt aus. So, ich glaube, ein bisschen heller ist natürlich besser. So sehen wir jetzt auf jeden Fall schon aus wie Huggy Wuggy. Nur noch, ja, dieses hässliche Gesicht müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hier sofort in den Avatar-Shop gehen. Und ihr wisst es, Freunde, Huggy Wuggy hat so ein gruseliges Lächeln. Und ich würde sagen, wir geben mal einen Smile oder irgendwie sowas. Und mal schauen, was dabei rauskommen wird. Vielleicht finden wir irgendein Lächeln, was am besten zu Huggy Wuggy passen wird. Haben wir da vielleicht irgendwas? Und yo, überglückliches Lächeln. Was ist das denn hier für ein Noob-Lächeln? Junge, Junge. Hier gibt es echt verrückte Sachen. Hier so ein Pilz oder irgendwie sowas. Es gibt hier echt, oh, verrückte Sachen. Das sieht krass aus. Monsterlachen oder sowas. Okay, okay. Und, oh mein Gott. Das passt doch perfekt. The Smile. Guckt euch das Ganze mal an. Das sieht doch wirklich total gruselig aus, oder, Freunde? Für 75 Robux, ich würde sagen, Katsching. Wir haben das Ganze gekauft. Und der Huggy Wuggy Account rückt uns wirklich immer und immer näher. Let's go. Und dann würde ich sagen, Freunde, seid ihr ready? Wir equippen das Ganze. Und wie sehen wir aus? Let's go. Wenn ihr mich so sehen würdet. Ich würde rennen, Freunde. Guckt euch das Ganze mal an. Das Lächeln sieht wirklich perfekt aus. Und ich würde sagen, die Haare müssen wir wegmachen. Huggy Wuggy hat hier keine Haare. Und jetzt sieht das Ganze, oh mein Gott, wirklich aus fast wie Huggy Wuggy. Uns fehlen jetzt eigentlich nur noch diese Handschuhe oder irgendwie sowas, Freunde.
Die werden uns irgendwie nicht angezeigt, obwohl wir die hier angezeigt haben. Vielleicht finden wir nochmal extra irgendwie so gelbe Handschuhe oder irgendwie sowas. Ich würde sagen, wir geben mal ein gelbe Handschuhe, suchen nach allen Kategorien, weil ich möchte, dass hier unser Huggy-Wuggy-Account wirklich perfekt ist. Aber irgendwie gibt es da nicht so coole Sachen, muss ich sagen. Also es gibt keine gelben Handschuhe. Wir schauen mal die zweite Seite oder sowas. Aber nee, das sind wirklich hier gar keine Handschuhe. Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Noob, der am Dabben ist. Okay, aber ich würde sagen, Freunde, eine Sache fehlt uns auf jeden Fall. Nicht nur die Handschuhe, sondern uns fehlen Augen. Vielleicht finden wir irgendwelche krassen Augen oder sowas. Wir suchen wieder alle Kategorien. Und Freunde, was sind denn eigentlich... Oh, die Augen, was sind das hier für Augen? Die sehen lustig aus. Das sind Googly Eyes, die sehen krass aus. Oder hier die Derpy Eyes, Freunde. Ich würde sagen, eins von den beiden Augen müssen wir auf jeden Fall auswählen. Warte, wir schauen mal ein bisschen weiter. Aber ich glaube, das sind wirklich die besten Augen. Hey, was guckst du so schockiert? Ich würde sagen, Freunde, wir nehmen entweder die Augen. Welche passen am besten zu Huggy Wuggy? Diese Googly Eyes hier. Oder diese Derpy Eyes. Ich würde sagen, Freunde, die sehen auch krass aus, oder? Diese Googly Eyes für 60 Robux. Wenn wir die jetzt noch equippen, dann ist unser Huggy Wuggy Account wirklich fertig. Ich würde sagen, wir kaufen uns das Ganze sofort ein. Ka-ching. Und gehen damit sofort in den Avatar Shop. Und da haben wir die Googly Eyes, Freunde. Und was? Moin, moin. Wie sieht das denn aus? Ich gucke wirklich in alle Richtungen. Was geht denn hier ab? Aber Freunde, es gibt ein Problem beim Huggy Wuggy Account. Wir können nicht die Augen und den Mund gleichzeitig machen. Das bedeutet, entweder wir haben jetzt hier die Augen oder wir haben den Mund. Aber beides gleichzeitig geht irgendwie nicht. Das ist wirklich blöd. Ich würde sagen, wir müssen uns entscheiden. Ich würde sagen, wir nehmen lieber hier dieses Lächeln. Das sieht auf jeden Fall total gruselig aus. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwelche gruseligen Augen oder sowas finden, die wir drunter legen können. Welche zu Huggy Wuggy passen. Am besten wieder irgendwelche Kulleraugen oder sowas. Wieso ist ein Lollipop oder irgendwie sowas? Wir schauen mal, das sind alles hier nur so Punkte oder sowas. Vielleicht finden wir irgendwelche gruseligen Augen oder irgendwie sowas. Und oh, die sehen schon böse aus, muss ich sagen. Aber die passen nicht zu Huggy Wuggy. Er hat auf jeden Fall hier so böse Augen. Jo, okay. Es wird schon immer besser. Wir schauen uns mal um. Ich glaube, das passt nicht, ey. Huggy Wuggy hat hier nicht mal Augenbrauen oder sowas. Wir brauchen irgendwelche bösen Augen. Okay, er ist schockiert. Er hat Hasenzähne. Der ist freundlich. Anderer Plan, Freunde. Es hat geklappt. Ich habe es doch geschafft, beide zu kombinieren. Die Augen mit dem Creepy Smile. Und yo, die Augen sind einfach in den Zähnen drin. Okay, das macht das Ganze noch gruseliger einfach. So sieht mein Huggy Wuggy doch schon mal sehr, sehr gut aus. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich hier diese gelben Handschuhe. Dafür müssen wir auf jeden Fall nochmal in den Avatar-Shop gleich gehen. Weil die sind auf jeden Fall sehr wichtig. Ich würde sagen, wie sieht es denn aus hier mit diesem Kostüm? Ich glaube, das sieht doch schon mal krass aus. Ich würde sagen, wir testen das Ganze einfach mal aus. Vielleicht wird uns ja am Ende doch nicht so gut gefallen, wie das andere Huggy Wuggy T-Shirt. So, wo haben wir das Ganze? Wir equippen das Ganze mal. Und wie sieht das Ganze aus? Let's go. Der hat immer noch keine gelben Handschuhe. Naja, da müssen wir uns auf jeden Fall mal nochmal das Ganze genauer anschauen. Ich muss sagen, das Oberteil gefällt mir irgendwie ein bisschen besser und ich glaube passend dazu, wir gehen wieder in den Avatar-Shop und geben einen Schmuggi-Muggi-Huggy-Wuggy natürlich und passend dazu gab es natürlich auch hier so ein Unterteil, das kaufen wir uns auch, das Original steht hier für 5 Robux, das shoppen wir uns sofort und ich glaube jetzt sollten wir noch eigentlich ready sein, wir gehen nochmal als letztes Mal ins Avatar und wählen auch nochmal das Unterteil aus und ich glaube mal so sollte unser Huggy-Wuggy mega lustig aussehen, hey, wo ist unser Lächeln hin? Schon viel besser, let's go. Und ich glaube, wir können sogar hier beim Körper genau die Skalierung ändern, Freunde, weil Huggy Wuggy ist natürlich sehr, sehr groß. So, wir machen mal alles hier so ein bisschen groß und auf jeden Fall die Breite mal nach ganz unten mal schauen. Wie wird er aussehen? Wird es auf jeden Fall gut aussehen wie Huggy Wuggy? Und, oh ja, so dünn, Freunde, so dünn und so groß wie Huggy Wuggy. Das passt echt perfekt, weil wir können sogar den Kopf einfach schrumpfen. Wie wird Huggy Wuggy jetzt aussehen? Okay, immer noch so. Ich denke mal, Freunde, unser Huggy Wuggy Account ist auf jeden Fall fertig. So sieht jetzt unser Account aus. Junge, Junge, wie gruselig sieht das denn aus? Und damit werden wir jetzt auf jeden Fall in Roblox Brookhaven joinen und mal schauen, wie die Reaktionen sein werden, wenn Huggy Wuggy Poppy Playtime auf den Server joinen wird. Und da sind wir angekommen. Yo, schaut uns mal an. Wir sehen jetzt tatsächlich einfach aus wie Huggy Wuggy und sind jetzt hier im Brookhaven Server. Und alles ist hier auch wirklich tatsächlich dunkel. Wie gruselig sehen wir denn aus? Und wir werden jetzt auf jeden Fall hier für Angst und Schrecken sorgen. Sehe ich nicht gruselig aus? Wie die Augen einfach noch hier im Gesicht drin sind, in meinen Zähnen. Und hey, du da. Warte mal, Freunde, ich würde sagen, wir rennen ihm mal hinterher. Hey, bleib stehen. Und irgendwie, warte, oh, er ist stehen geblieben. Moin, moin. Hey, bleib stehen. Und das kann ja wohl nicht sein. Und, oh, da ist schon mal die erste. Und moin, moin. Ich bin es, Huggy Wuggy.
Bleib stehen, ich werde mir dein Fahrrad klauen. Und hey, sie fährt weg, sie fährt weg. Stehen geblieben, stehen geblieben. Sie hat auf jeden Fall Angst, ey. Schaut euch mal ihr ängstliches Gesicht an. Ja, okay, so viel Angst hat sie jetzt auch nicht. Aber wir haben uns jetzt mal so ein Motorrad geholt, Freunde. Habt ihr das jemals schon gesehen? Haki Waki auf einem Motorrad. Brumm, 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 brumm. Schaut euch das Ganze mal an. Und damit fahren wir jetzt auf jeden Fall, oh mein Gott, hier rein. Und na, alles klar bei dir? Traust du dich, in das Motorrad von Haki Waki einzusteigen? Oh, sie ist total geschockt, ey. Sie denkt schon, Alter, was geht einfach hier ab? Haki Waki, und sie rennt weg. Sie hat Angst vor uns, ey. Sie ist einfach weggerannt und hat irgendwas reingeschrieben. Die Brookhaven-Stadt ist auf jeden Fall nicht mehr sicher. Und wir probieren mal, yo, was ist das denn für ein Riesenhaus? Das habe ich ja noch nie gesehen, hier so in ein paar Häuser einzubrechen oder mal ein paar Leuten hier Angst zu machen. Kuckuck. Warte mal, können wir einfach reingehen und... Was? Wir sind hier eingebrochen. Wir sind in ihr Haus reingebrochen. Ist hier vielleicht irgendwer? Jo, wir chillen erstmal als Haki Waki hier drin. Schauen wir nach oben vorsichtig. Aber hier scheint keiner drin zu sein. Moin, moin, ist hier irgendwer drin, Freunde? Warte mal, wir schauen mal rein. Wir stellen uns einfach mal so ans Fenster. Aha, wie Haki Waki. Und beobachten sie mal. Oh mein Gott, ist das gruselig, ey. Junge, wenn ich Haki Waki vor meinem Haus stehen würde, ich würde Panik kriegen. Und das wird drin. Schaut euch das Ganze mal an. Haha, ich bin es. Na, Haki Waki. Freunde, können wir einfach reingehen? Wir probieren es mal. Nein, wir können hier nicht reingehen. Lass mich hier sofort rein. Oh mein Gott, sie weiß auch nicht. Oh mein Gott, das sind zwei Leute. Das sind zwei Leute, die da drin sind. Na, haha, ich bin es. Mein Name ist Hugi Wugi. Hä? Sie hat einfach das Licht ausgemacht. Das war deine Reaktion. Ach, Freund, wir müssen irgendwie reinbrechen. Buh, habe ich geschrieben. Mal schauen, wie sie darauf reagieren wird. Einfach Haki Waki in Brookhaven. Lass mich doch rein. Haki Waki will mit dir spielen. Klopf, klopf. Ich klopfe, aber sie macht einfach nicht die Tür. Was? Sie ist rausgekommen. Oh, oh, sie hat eine Axt in der Hand. Rennt, rennt weg, Freunde. Oh mein Gott, ey. Sie ist doch verrückt, ey. Sie will mich erledigen mit der Axt. Wow. Oh mein Gott, sie wehrt sich. Was geht denn da, ey? Das ist wirklich hier zu verrückt. Aber ich denke mal, oh mein Gott, es eskaliert hier komplett in Brookhaven. Wir haben jetzt einfach Haki Waki einen eigenen Roblox-Account gemacht und haben damit auf jeden Fall ein paar Spieler hier in Brookhaven getrollt. Und die Junge, die ist ja total ausgerastet. Wir haben mir so Angst gemacht, dass die einfach eine Axt hat. Und sie hat mich einfach verfolgt, ey. Die spinnt, ey. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.